SWF 3, extra 3. Bei Protesten gegen die Wahl der Miss World in Indien ist es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Gegner des Schönheitswettbewerbes meinen, die Veranstaltung entwürdige Frauen und bedrohe die indische Kultur. Bettina Buxbaumer ist die Miss Austria und war beim Wettkampf dabei. Was haben Sie von den Protesten mitbekommen? Gar nichts. Rein aus Zeitungen und Fernseher haben wir das erfahren, dass da solche Proteste stattfinden. Bei diesen Protesten sind 1500 Leute festgenommen worden. Die Polizei hat Demonstranten verprügelt, Tränengas eingesetzt. Wusstet ihr davon? Nein, habe ich jetzt nicht erfahren. Einige der Demonstranten haben gerufen, töte die Miss World. Macht ihr sowas Angst? Nein, eigentlich nicht. Ich kann es nur nicht verstehen, warum sie sowas machen, weil die Miss World, sie ist nur ein Mensch. Sie ist nur ein Mensch wie alle anderen und nicht irgendetwas Besonderes. Hat sich das denn irgendwie auf die Stimmung ausgewirkt? Ich glaube schon, ja. Weil es wurde lange rumdiskutiert, sollen wir im Badeanzug überhaupt auf die Bühne gehen, was natürlich eigentlich wichtig ist bei einer Miss World-Wahl, dass man die Figur sieht, oder in den Saris. Und wir haben erst gestern erfahren, am Samstag, dass wir im Badeanzug auf die Bühne gehen dürfen. Gewonnen hat ja Irene Skliva aus Griechenland. Ist das auch für dich die schönste Frau der Welt? Das ist schwierig zu sagen. Sie hat ein wunderschönes Gesicht, wunderschön, aber ich selber habe auch nicht die Top-Figur, also ist das irgendwie der Beweis für mich, dass nicht nur die Figur zählt. Und ich finde, sie hat nicht wirklich die Top-Figur dazu. Heißt das, dass das Wertungsverfahren auch so ein bisschen fragwürdig ist? Ja. Ich weiß nicht, wie sie werten eigentlich. Weil für mich muss die Miss World, schönes Gesicht, gute Figur. Weil irgendwie ist das nicht fair denen gegenüber, die eben auf ihre Figur achten und sich bemühen, dass alles passt. In SWF 3 die Miss Austria, Bettina Buxbaumer. You and me, we were the pretenders.